jetzt schon gemeldet? Ich glaube nicht, ne? Hallo, guten Tag. Es ist 13:22 Uhr und ich melde mich jetzt erst. Aber ich habe schon einiges gemacht. Okay, ich habe gerade ganz viel gespielt. Ja, sucht jetzt wieder am Start. Egal. Diablo ist heute in der Bett verschwunden. Ohne dass er hinterher gerannt ist. Der guckt ab und zu nur drunter. Und dann ist höchstens mal im Brook. Also, wurde gefaucht. Ich glaube, einmal wurde gefaucht. Aber da wurde er auch von Daniel und Teddy in die Ecke gedrängt. Aber ansonsten wurde heute nicht gefaucht. Ja. Mal gucken, wann er heute wieder rauskrabbelt kommt. Nee, nee, nee. Aber auch Teddy will auch immer dann bei ihm in der Nähe sitzen, wenn es zu essen gibt. Der wird wieder unter mitgegessen. Und Teddy hat dann sein Essen davor bekommen. Ein ganz kurz bisschen geschlabbert daran. Hat er eher zu gucken, wie Diablo ist. Spannender. Viel spannender. Aber lässt ihn dann auch in Ruhe, wenn er isst. Und Diablo isst auch dann, auch wenn er beobachtet wird. Das ist schon mal gut. So, ich habe ja auch schon einiges gemacht. Ich habe die Vlogs geschnitten. Das heißt, ich bin bis gestern durch. Morgen ist nichts. Montag dann hoffentlich wieder, nicht, dass wir eine Woche aussetzen und nichts machen. Aber ja, für die nächste Woche ist komplett. Ist ja komplett, naja, also bis gestern ist geschnitten. Sehr gut. Das Buchstichschnack ist geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich euch hier schon mal gezeigt habe, dass es seit dem Welttag des Buches auch ein neues Produkt in meinem Shop gibt. Das gab es an dem Tag ja gratis. Ich glaube, ich habe es erwähnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hatte erst Schrift drauf gehabt, aber dann habe ich es erstmal doch gelassen, weil. Und sieht nicht eigentlich war, welche Schriftart es nun werden soll. Ich dachte mir so, ich brauche das jetzt, ich brauche es nicht in 10 Jahren, ich brauche es jetzt. Nämlich schreibt das auch wieder raus. Also die zusätzliche Schrift. Ich finde es so ein bisschen schwierig mit noch mehr Schrift, aber hat mir nicht so, persönlich nicht so gut gefallen. Aber gut, wir gucken mal. Es ist erstmal so. Damit man auch sicher weiß, wann der Welttag des Buches ist. Heißt, wenn ihr noch ein Lesezeichen zum Welttag des Buches braucht, das ihr an dem Tag benutzen möchtet, oder euch daran erinnern möchtet, wann ist denn Welttag des Buches? Ich finde es übrigens toll, dass es der 23. ist. Mein Lieblingsheim mit Buchthemen verbunden ist, natürlich super Händchen ist. So. Genau. Ja. Dann könnt ihr das gerne beim Shop erwerben. Wie gesagt, im Buch gab es das gratis. Und jetzt gibt es zum regulären Preis. Es bleibt also drin. Ich habe zumindest einen Artikel gelauncht in diesem Monat. Wow. Ja. War auch so gar nicht geplant eigentlich. Aber ja. Ich würde mir eigentlich nur was machen, was man gratis mitgeben kann. Also auch kann ja ein Regulär drin sein. Genau. Oh je. Yeah. Ja. Ein bisschen Content habe ich schon gemacht. 2 Videos muss ich noch drehen. Das eine werde ich dann drehen können, wenn ich die Shop-Fotos mache. Das werde ich gestern als nächstes in Angriff nehmen. Ein paar Produkte sind schon fertig, die ich dann auch schon in den Shop stellen kann. Natürlich noch als Entwurf. Es ist noch nicht drin, weil ich auch nicht weiß, wann es denn reinkommt. Ich habe gedacht, es würde Mai werden, aber es ist wahrscheinlich dann doch eher Juni. Aber ja, dann ist dem so. Genau. Und dann noch ein bisschen spielen, ein bisschen lesen, ein bisschen. Heute scheint Sonne. Heute geht es eben gut. Ich bin ein bisschen motivierter, obwohl ich jetzt wieder ganz viel gespielt habe und endlich viel mehr machen wollte. Aber gut. Was sagt meine Liste? Meine Liste hat gerade viel zu tun. Aber egal. Das ist nicht schlimm. Wobei das meiste. Einiges, ein bisschen was ergibt sich man selbst. Also so viel ist es eigentlich gar nicht. Es sieht viel mehr aus, als es eigentlich ist. Ich habe das Bad auch schon geschrubbt, ich habe schon geduscht und so weiter. Ich habe also schon einiges gemacht. Ich habe nicht nur gespielt. Auch wenn es irgendwie gerade so fast 2 Stunden waren. Wow. Okay. Also so 1,5 Stunden habe ich bestimmt gespielt. Aber es ist in Ordnung. Gelesen habe ich noch nichts, werde ich aber nachher auf jeden Fall auch noch machen. Mal gucken, ob ich TKG heute beenden kann. Da ist nicht mehr viel. Ich habe mir schon wieder ein neues Buch gekauft. Das gab es heute kostenlos. Und ich habe damit schon die ganze Zeit geliebt. Das steht auf meiner Wunschliste. Ich werde es mir auch irgendwann nochmal als Taschenbuch holen. Heute gab es das E-Book gratis. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Gekauft. Hm. Ja, das werde ich dann als nächstes Unterwegsbuch nehmen. Mal gucken, wann ich wieder unterwegs bin. Ist ja mit ein bisschen mau. Aber gut. Schauen wir mal. Heute waren beim Arbeitsamt wieder zig Millionen Stellenvorschläge und so weiter. Alles mit Kundenbetreuung, telefonieren und so. Aber wirklich durchweg. Es gibt so gut wie nichts im Büro, was nicht mit Telefonieren zu tun hat. Das war der Grund, warum ich niemals ins Büro wollte.
Ja. Scheiße. Ah, egal, was soll man machen? Abwarten. Ich habe noch zwei Sachen getroffen. Es ist wenig, ich weiß, aber ich warte halt darauf, dass es funktioniert. Und wenn das nicht geht, dann habe ich hier Plan B. Ich bemühe mich jetzt nicht hundertprozentig dafür, das weiß ich. Man sollte das wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, aber ganz ehrlich, es ist einfach nichts vorhanden. Es ist einfach immer nur telefonieren. Wo soll ich mich bewerben? Beim Telefon-Dingenskirchen-Stelle klappt halt nicht. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es ist nicht viel vorhanden, wo ich mich bewerben kann. Schlimm. Wirklich schlimm. Naja. Okay. Dann werde ich mal da freiräumen und Fotos machen. Mir ist so schlecht. Ich habe gerade einen Ofenkartoffel und einen Kohlrabi gegessen. Und jetzt mir jetzt. Bäh. Im Essen ging alles noch, aber jetzt ist mir richtig übel. Och, Danny. Die ganze Zeit so in ihr. Und warte darauf, dass die aber endlich rauskommt. Morgen ist eine Woche um. Also wenn morgen vorbei ist. Okay, endlich ist übermorgen Mittag. Hab ich mich gerade erschrocken. Er ist rübergesprungen. Bob. Es gibt kein Fauchen mehr. Ist das nicht schön? Kein Fauchen, kein Knurren. Also zumindest, ne? Wenn er sich nicht gerade erschreckt oder super bedrängt fühlt oder sonst was. Dann faucht ja jeder Katze. Einmal so, wenn er den Kopf dort reinsteckt, faucht er nicht mehr und knurrt auch nicht mehr. Nur noch ein Burp. Maximal. Manchmal nicht mehr das. Mir ist so schlecht. Ich habe gerade mit Erik aufgelevelt hier bei Dreamlet Valley und habe jetzt in seinem Haus einen Tisch, wo ich Blaupausen kaufen kann. Also nur wieder verschiedene Sachen. Wenn er was Neues findet, gibt es das da. So Bastelanleitungen quasi, Bauanleitungen. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich habe auch schon mal diesen Dream Snaps heute mitgemacht. Da geht doch. Was wollte ich sagen? Ja, mal gucken, ob ich wieder ein bisschen was bekomme. Ein paar Sachen gibt es eh. Wahrscheinlich keine 4000 Mondsteine kriegen, so wie der eine gestern. Mal schauen. Man kann sich ein bisschen Mühe geben, ne? Gucken wir mal. Ja, dann gibt es halt auch, wenn man auflevelt, gibt es da auch nochmal Krempel und dann gibt es dann noch auch Mondsteine und ich brauche Mondsteine ganz viele. Ganz viele. Ich kaufe mir sicherlich keine. Und naja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja. Ich habe gerade wieder ein bisschen gebastelt. Urige Artikel. Aber ich glaube, so viel mache ich heute auch nicht mehr. Oh je. Ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen, also ein bisschen was vielleicht noch machen, aber viel. Ich weiß, die Woche ist irgendwie so motivationslos. Ist ja nicht so, dass ich nichts geschafft hätte, ne? So ist ja nicht. Ich muss aber noch eine Sache abfilmen. Definitiv. Jetzt aber nur noch ein Clipsy und dann noch eine Voice-Over machen und dann bin ich damit auch durch. Und dann muss ich mal gucken. Das andere da. Eigentlich müsste ich noch eine andere Sache machen. Aber bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ah. Egal. Erstmal kurzes Kater-Update. Diablo war kurz draußen. Auf dem Sideboard. Teddy auch, also ich weiß nicht wie lange und wann, ich habe es nur kurz mitbekommen. Ich bin eigentlich von der Küche hierher, oder vielmehr hier, ja doch, hierher und habe dann irgendwas gehört. Aber ich wusste jetzt nicht, dass der Diablo draußen ist. Darauf gar nicht geachtet, ehrlich gesagt. Aber als Teddy damit hochgesprungen ist, ist der Fahrrad mal weggelaufen. Wahrscheinlich weil er kriegt wieder Prügel oder so. Ja. Und Daniel kommt gerade nach Hause und anscheinend beim Briefkasten ein Buch für mich. Möglicherweise habe ich mich für dieses Rätsel-Exemplar beworben.
Es ist ein Eichhörnchen drauf. Ich meine, hallo, hallo. Und jetzt stelle ich erst fest, das ist ein interaktives Buch. Das ist natürlich die Frage, ne? Was lese ich zuerst? Ich habe ja noch die Schule magischen Tiere und das, aber ich glaube, ich nehme das. Erst Trigger sehr klar und zweitens interaktives Buch. Schlimm. Also der April ist definitiv ein Kinderbuchmonat, Kinder-Jugendbuchmonat. Ja, das ist mal Fakt. Tatsächlich, warum steht das vorne nicht drauf? Das hab ich nirgends gelesen, dass es ein interaktives Buch ist. Hinten steht drauf, ein Abenteuerspielbuch. Hier entscheidest du. Das wusste ich nicht. Zwar finde ich gemeinsam den Kristall, aber das kann man ja auch so und so interpretieren. Ich habe das nicht gerafft. Entschuldigung. Das macht das Ganze natürlich noch besser. Und ich bin noch gespannter. Ja, also das Buch werde ich heute auf jeden Fall auslesen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich nicht mehr viel. Rosewood Academy will ich definitiv nicht auslesen. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht diesen Monat. Ich bin mir nicht sicher. Es liest sich aber gut. Ja. Das sind auch Seiten. Oh, das sind sogar Würfel. Ja, alles klar. Es ist so typisch. Oh Gott, das sind ganze Bilder drin. Jetzt kann ich es nicht mehr abwarten, das zu lesen. Die Hüter des magischen Waldes. Oh. Finde ich das gut. Wird es davon noch mehr geben? Ist das das Einzige? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Teddy nervt schon wieder. Oh, Teddy nervt schon halt einfach nur. Aber er will einfach auch, dass er rauskommt. Weil mir doch immer, dass er in der Nähe sitzt und darauf wartet, dass Diablo nicht rauskommt.